So, kommen wir zum nächsten Trick, und zwar, wie man den Ball auf dem Kopf balanciert. So, und zwar gibt es da einen ganz einfachen Trick, und zwar müsst ihr erstmal wissen, wo auf eurem Kopf ihr den Ball überhaupt hinlegt. Und zwar ist hier der Haaransatz entscheidend. Natürlich nicht, wenn ihr jetzt eine Halbglatze habt oder so. Aber bei den meisten Menschen, da wo die Haare hier oben anfangen, bei Sebastian wäre das hier, nimmt man den Ball, legt ihn hier oben drauf und versucht ihn auszubalancieren. Ja, sehr gut. Du bist mit dem Kopf zu weit hinten, mit dem Kopf ein bisschen vor. Genau, so, das sieht gut aus. Ah, für das allererste Mal, wir haben hier noch nicht vorher geübt, sah das doch eigentlich schon ganz gut aus, oder? Ging schon, ja. Und seid nicht zu steif in eurem Genick, also macht nicht einfach nur so und versucht dann den Ball zu balancieren, sondern guckt, dass ihr auch euer Genick immer wieder anpasst, wenn der Ball sich bewegt. Da bekommt ihr mit der Zeit schon ein Gefühl für.